Oh, meine Lieben, eine Geschichte habe ich euch noch. Eine habe ich euch noch. Schlechtwetterprognose, Depression war ja zu der Zeit aktuell. 2017 war dieser große Kongress über dieses Thema. Und ich habe es 2018 aber erst herausgebracht und trotzdem noch sehr zeitnah zu diesem Kongress, ohne dass ich davon was wusste. Ich bin nicht von außen dirigiert. Ich habe meinen inneren Rhythmus und meine eigene Zeit. Aber ich habe dann natürlich, weil ich möchte damit ja was bewirken, ich möchte da ja ein Tabuthema aufheben. Und da wollte ich dann quasi schauen, dass ich auch noch fachmännische Kraft dazu kriege, die das unterstützen, damit man darüber schreibt und berichtet. War ganz schwierig, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben jetzt 2024 und noch heute sehe, dass jetzt inzwischen die Jugendlichen und die Jugend anfangen, über ihre Themen zu sprechen, was ich natürlich auch nicht für besonders gut finde, in der Öffentlichkeit das zu tun, weil es gibt einfach viele Menschen da draußen, die auch nicht sensibel mit solchen Dingen umgehen. Und man besser, wenn man so etwas überstanden hat, darüber zu sprechen, wenn denn in der Öffentlichkeit. Und noch besser eigentlich im Familienkreis, im Freundeskreis oder eben in der professionellen Hilfestellung. Und vor allem, es zieht so viele mit runter oder rein, weil es ist ja eine Energieform, die auch dann eine Dynamik kriegt. So war es eigentlich nicht gedacht. So, also gut. Und dann wollte ich zu den Ärzten, zu unseren Fachärzten gehen, um mir Beistand für dieses Buch zu holen, um es bekräftigend durch Experten nach außen zu tragen. Zu einer Zeit, wo Gott sei Dank die Experten noch nicht viel Kraft getan und auch viel Müll verbreiten konnten. Aber es war nicht möglich. Ich habe wirklich dann auch die einzelnen Psychiater, Psychologen auch angerufen und irgendwie habe ich eine andere Wahrnehmung von dem Buch. Ich finde das unheimlich schwere Kost, klare Kost, also wirklich ein ja manchmal brutales Wort der Wahrheit, weil es so geradlinig ist und nicht viel Platz lässt. Gleichzeitig aber durch den künstlerischen Touch, den ich dem Buch verliehen habe, habe ich es auch wieder hochgehoben im Sinne von, es hat einen Kunstwert. Aber dann kam eine Einschätzung von dem Psychiater, wo ich gar nicht verstehen können habe. Vielleicht könnt ihr mir das ja irgendwann erklären, wenn ihr das Buch gelesen habt. Die haben gesagt, wir können mit dir über dieses Thema also schon reden und wir können, aber es ist viel zu humorvoll ausgelegt für dieses schwere Thema. Also ich von mir behaupte ja, dass ich mit einem, wenn überhaupt, schwarzen Humor auf die Welt kam oder mir angeeignet habe, wahrscheinlich eher ein bisschen durch diese Bitterkeit oder durch diesen Zynismus. Und das, was das Leben wirklich so von sich gibt, nicht ganz unbeschadet zu überstehen. Aber dass sie mich für humorvoll betrachten würde, muss ich leider mit Nein beantworten. Also das war eine ganz interessante Perspektive von jemand anderem, der damit natürlich jeden Tag in extremster Form zu tun hat. Was natürlich für mich ja zuerst einmal, ich war erschrocken drüber, dass man das so interpretieren kann. Das zweite war, weil ich mich missverstanden gefühlt habe. Das zweite war dann, oh, also wenn die Ärzte, die Experten mich für humorvoll betrachten, dann haben die mir also definitiv keine Depression diagnostiziert. Das war dann das Erheiternde dran, weil das hätte ja noch sonst passieren können, dass die jemand, wenn du über sowas schreibst, mitunter selbst für depressiv erklärt.
Da war ich mir nicht sicher. Ich habe es jemandem mal im Vertrauen zu lesen gegeben, wo er gesagt hat: Bei Gott, diese Sätze sind aber schon sehr, sehr intim. Und dann habe ich gesagt: Das sind nicht meine Sätze, sondern die von vielen Betroffenen. Und ich habe die Erlaubnis gekriegt, sie wiederzugeben ohne Namen. Also, das war eine der Bedingungen, eh klar. Aber, also, das war die zweite. Sache, wo denn für mich so rauskam. Und die dritte war dann auch, ja, vielleicht kann man mit Kunst nicht immer wachrütteln, vielleicht kann man aber provozieren. Und vielleicht haben sie sich auch provoziert gefühlt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bleibt es mir ein Rätsel. Aber die Geschichte wollte ich erzählen. Es war keiner bereit, mit mir eine Vernissage zu machen, eine Lesung zu machen bezüglich diesem Buch Schlechtwetterprognose Depression. Und das war schon eigentlich schade, so habe ich es nicht gemacht. So gab es nie eine Lesung davon. Aber übrigens, Lesung, im Fall, dass ihr eine Lesung von mir haben wollt, persönlich, ich habe alle meine Bücher selber vorgelesen, per Video aufgenommen und sie sind über einen minimalen Preis erhältlich, dass man sich den Zugang dazu erkaufen kann, also wirklich minimal. Ansonsten empfehle ich euch das feste Buch. Gut, das war's für heute. Vielleicht fällt mir noch was ein, wäre ja möglich.